Was für eine Erfahrung? Mit dem, mit Knappbeulerei, oder? Und die Patrick. Hattest du auch Backpulver in der Tasche, oder? Oder nicht mehr in der Tasche? Was ist für ein Sub-Emote, Mann? Okay. Zeit zum Aufstehen. Nice Grinder. Nice Mischeschale. Hattest du auch einen gefakten Ausweis, um in den Club zu kommen? Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Ey, ich weiß nicht genau, ob das echt in meinem Rechner oder im Stream liegt oder sowas, keine Ahnung, aber irgendwie sind die FPS echt mega behindert, Mann. Guck, wie ruckelig das läuft. Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten. Oh, wieder Briefe. Die Verliererin. Ja, genau, ich habe dich eine Verliererin genannt. Willst du wissen, warum? Weil du gestern Nacht nicht bei Firework warst. Selbst Frank war da. Er ist mein Dealer. Oder Mama, falls du das liebst. Oder Mama, falls du das liest. Er ist mein Dealer und du solltest das nicht lesen. Das war die beste Nacht meines Lebens. Ich bin auf den Gleisen zur alten Sägemühle gewandert und habe dann den dummen Türsteher so lange blöd angemacht, bis er mich reingelassen hat. Firework war abgefahren. Wer hätte gedacht, dass solche Konzerte in einem Café Arcadia Bay stattfinden? Scheiß auf Seattle. Außerdem habe ich ein abgefahrenes blaues Auge als Andenken. Ah, sie hat ja einen Knock bekommen. Nichts Besonderes, aber da waren diese zwei widerwärtigen Arschlöcher, deren Eier ich zerquetscht habe. Oh ja, und ich wurde von dem beliebtesten Mädchen der Schule gerettet. Wie war deine Nacht, Verliererin? Firework plus Chloe größer als Max. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Wakey wakey. Ah, den Joke, den Spruch hat sie auch im alten Spiel noch schon gebracht. Ja, weiß ich nicht, Patrick? Keine Ahnung. Was that really Rachel Amber? Smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Okay. Einige Sachen zum zum Erkunden. Zeugnis. Okay. Jetzt gucken wir mal kurz einen Blick auf Faisans Zeugnis. Man, I am killing it this Eieieiei. Chemie C. Unbeständig. Vermag mehr zu leisten. Abwesenheiten. Englisch D. Elternabend empfohlen, Abwesenheiten. Sport C. Stört den Unterricht, häufige Abwesenheiten. Amerikanische Geschichte, schwierig, unkonzentriert, Abwesenheiten. Geometrie C. Unkonzentriert, Nachhilfe verfügbar, Abwesenheiten. Soll ich das Zeugnis wegwerfen? Ja, normal. Fein. Fünf Fächer nur, Alter. I'm perfectly capable of waking up without you, you know. Nee, wir hören Mucke noch. Periodensystem. I'd like to think my humor has improved with age. Warum kannst du nicht positiver sein? LOL. Better living through chemistry. MJ 420. Was heißt dieses 420? Wer ist MJ?
was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Wo ist Kate? Hier ist Victoria, Nathan, die anderen Randoms, Warren. Aber Kate ist nicht dabei. Warren Graham, Chloe Price, Hayden Jones, genau, die ganzen Otters. Aber Kate ist nicht da. Ah, ist Kate zugezogen? Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Okay. One of these days I'm actually going to use you to do my homework. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Liebe Miss Arcadia, habt ihr gehört, dass Firework in der Stadt spielen werden? Ich war an allen Veranstaltungsorten der Gegend, aber niemand weiß was. Sergio 22. Anscheinend nicht allen Veranstaltungsorten. Weiß nicht. Aber ich like das Thema mal. Okay, Leute, hier ist der Knüller. Es ist eine Privatparty. Nicht wie, ihr seid nicht eingeladen, sondern wie eher wie, ihr seid besser dran, wenn ihr wegbleibt. Ihr seid besser dran, wenn ihr wegbleibt. Ich weiß nicht, das sorgt nur dafür, dass einige von euch noch schärfer drauf sind. Also kommt auf eigene Gefahr. Lasst die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Schon mal von der Mühle gehört? Danke. Oh scheiße, wenn du gehst, guckt niemand in die Augen. Wenn du ihn in die Augen guckst, guck nicht weg. Wenn du wegguckst, brauchst du jetzt auch nicht mehr auf meinen Rat hören. Hahaha, sieh in meine Augen sind außerirdisch. Toller Film. Wovon redest du? Gesandter des Grauens, aber das Original. Verstehe, wie niedlich. Vorheriges Thema, die Prescotts und die Illuminati. Nächstes Thema, Spenden für die Erdbebenopfer in Haiti. Wait, what? Who? What photo? An Chloe Price, betrefft Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Bababababab. Kann ich darauf klicken? Nee. I have feelings about this. Oh, sickes Bild, aber. Rachel, Firework, Trevor Knight. Du siehst scharf aus. Wer ist die Süße in deinem Arm? Deborah irgendwas, Deborah Borgen, glaube ich. So ein Spaß. Küsschen. Glamour, du hast es drauf. Wer ist Deborah Borgen? Die im Foto mit Rachel. Ulrich Rage, du bist umwerfen. Ich hasse dich, Xoxo. Und wer ist Armand? Ah, lol. Alter, das ist Chloe Price. Taylor, war Rachel nicht zu deiner Pyjama-Party gestern eingeladen? Ich habe mich gewundert, wo sie ist. Burn. Oh nein, das war nicht so gemeint. Er hat so viel Spaß gemacht. Eine äußerst intelligente Unterhaltung. God was so proud of me for winning that stupid science fair. Lol. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Used to dream of riding a unicorn as a kid, but then all the unicorns died. Weg damit. No more unicorns, no more princesses, and no more fucking rainbows. Oh yeah. Nothing like a fresh start. Okay. Ihr habt die Wahl, Boys. Words of wisdom, don't fail me now. Genie ist oder 100% der Schüsse? Patrick, diesmal hast du die Wahl. 100% der Schüsse oder das Genie ist? Patrick, du musst sagen, Diggi. Okay. Genie ist. Just ask Steve Jobs. Look. Genius is 1% in. Oh. Genius is 1% inspiration und 99% LSD. Ja, Patrick, chill. Fun fact. Baby, hau ihr fressen. Dark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. No. Okay.
Nice work, Chloe. Mom's gonna love the new look. I bet Long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. How do I want to express my teenage angst today? Oh! Bonus-Outfits! Woo! So, Faisan, du darfst jetzt aussuchen. Das Bonus-Outfit, den Raben, das grüne Bonus-Outfit oder Schmetterling. Bonus-Outfits sind für, ja, wegen Pre-Order bzw. Deluxe-Edition. Faisan, welches von den Bonus? Das grüne oder das braune? Egal welches. Okay, dann nehme ich glaube ich das grüne, weil grün meine Lieblingsfarbe ist. Okay? Lol. Illuminati? Ah. Illuminato? Illuminati? Punkto? Oder Hot Dog? Faisan. Illuminati, Punkto oder Hot Dog? Faisan, du entscheidest jetzt mein Outfit. Ne? Hot, alles klar. Ah, chillig, Mann. Ah, ich hab nur, ich guck mir kurz, nur kurz das andere an, ja? Wir nehmen das Hotdog-Outfit, aber, ich guck uns mal kurz Illuminati an. Oh, tschüss. Oh, Faisan, ich bin nicht sicher. Ich glaube, Illuminati ist nah dran, auf jeden Fall. Und Punk Doe? Nee, das gefällt mir nicht so gut. Das mag ich nicht so. Ich mag auch diese abgerissenen... Also nicht Hotpants, sondern halt, Hotpants ging ja schön bis hier, aber das ist ja so mäßig, das sieht einfach nur ungepflegt aus. Sind die anders? Chloe's Klassiker, Vorbestellung, oh. Ja, ich schau auch gerade, der schwarze Bonus. Boah, das ist aber auch ein dopes Outfit, ne? Okay, zwischen diesen Bonus-Outfits, also Hotdog, Illuminati, Punk fällt raus oder das hier oder der Klassiker. Welches soll ich nehmen? Schreibt mal alle drei in den Chat. Also Illuminati, Hotdog oder Klassiker. Der Klassiker ist schon sick, ne? Also das, was ich jetzt anhabe, das ist schon cool. Ja. Nee, ich glaube, ich... Gibt's nicht mehr? Ja, achso, ja, ich kann mal kurz schauen. Es gibt noch diese, das sind jetzt die Bonus-Outfits, ne? Also Klassik, lass mal das... Ja, du bist richtig witzig, Ferrat, Mann. Nee. Safe nicht. Weil Patrick hätte das Symbol locker als Tattoo ganz gerne auf der Wade. Das wäre so ein Tattoo für Patrick, Mann. Nee. Bock nicht. Wir nehmen den Klassiker, Boys. Das Klassiker war ein dopes Outfit, Mann. Du weißt dann, ich wechsle dann lieber die Straßenseite.